Ja, Frau Kollegin Schaus, Bündnis 90 Die Grünen, hat dazu eine Frage. Und dann die Frau Kollegin Bauer anschließend. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich habe hier zur EU-Ratspräsidentschaft noch eine Nachfrage. Sie haben auch hier das ganze Thema Gleichstellung im Erwerbsleben und Entgeltgleichheit als Themenschwerpunkt angekündigt. Meine Frage bezieht sich darauf, wie wollen Sie in Anbetracht der Tatsache, dass das, was die Bundesregierung zu dem Thema gemacht hat, das Entgelttransparenzgesetz, ist ja jetzt kein Vorzeigeprojekt für eine erfolgreiche Strategie für den Abbau der Entgeltungleichheit. Was ist quasi dann auch Ihr Beitrag im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft zu diesem Thema, und zwar konstruktiv? Also grundsätzlich will ich einmal sagen, dass diese Feststellung, das Entgelttransparenzgesetz hätte nun gar nichts gebracht, nicht von uns geteilt wird. Natürlich gibt es Dinge, die noch entwickelt, verbessert, ausgebaut werden müssen, aber das Entgelttransparenzgesetz hat einen wesentlichen Paradigmenwechsel bewirkt, nämlich die Grundaussage über Geld spricht man nicht, hat sich verändert. Es ist eine sehr, sehr, sehr starke Wahrnehmung dieses Themas in den Betrieben auch gekommen. Es wird über Entgeltstrukturen gesprochen. Wir erleben in der Evaluierung, dass viele Betriebe, große Unternehmen ihre Entgeltstrukturen auch freiwillig selbst überprüft haben. Und wir müssen natürlich noch mehr dafür tun, auch in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre Rechte aufzuklären, sie zu ermutigen und zu unterstützen, ihr Recht auf Entgelttransparenz einzufordern. Da ist sicherlich der Austausch mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen auch sehr wertvoll. Wir können unsere Erfahrungen dazu beitragen, das werden wir auch machen. Und wir werden auch in den Austausch über bessere und weiterentwickeltere Ansätze europaweit dort entsprechend gehen. Danke sehr. Nachfrage? Frau Schaus. Ja, ich teile nicht ganz Ihre Analyse, also weil ich glaube, dass über Geld spricht man nicht, kann man nicht als den Erfolg verbuchen. Ich glaube, da hätte schon mehr kommen müssen, und die Evaluation zum Entgelttransparenzgesetz zeigt eben auch, dass die Wirkung hier begrenzt ist. Aber noch mal nach vorne geschaut, miteinander zu sprechen, ist ja immer sinnvoll. Haben Sie denn tatsächlich auch ein Projekt zum Thema Gender Pay Gap Abbau geplant, konkret noch mal Maßnahmen zu ergreifen, die auch EU-weit Strahlkraft entwickeln könnten, damit sie wirklich auch hier vorangehen können? Wir werden hier ganz konkret im Rahmen der Präsidentschaft auch zu einem großen Gleichstellungsministerinnen-Treffen nach Potsdam einladen. Das wird eine mehrtägige Veranstaltung sein, wo wir genau dieses Thema in den Mittelpunkt stellen. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie weit wir die Parlamentarier aus Deutschland hier mit einbeziehen können, und werden da auch entsprechend natürlich Sie darüber informieren. Da geht es genau darum, dass wir auf dieser Konferenz gemeinsam mit den anderen Ministerinnen und Ministern beraten wollen, welche Schritte gegangen werden. Das wird im November sein, und da wird das Thema Equal Pay ein ganz wesentlicher Schwerpunkt auch sein. Danke sehr. Jetzt hat Frau Bauer.